Wir haben ja im Einzelhandel das große Problem in den Orten, dass wir sehr viele Leerstände immer wieder verzeichnen müssen. Wir haben das Problem Corona, wo viele Menschen mittlerweile noch stärker als es vor Corona war im Internet ihre geschäftlichen Tätigkeiten nachkommen und bestellen. Und wir haben auf der anderen Seite eine großartige Standard-Marketing-Gesellschaft im Landkreis, die dieses Problem kennt. Und die haben sich diese Karte, diese Oberlandkarte überlegt als ein Lösungsansatz, um einmal dem Leerstand, den Innenstädten, den inneren kommunalen Gebieten hier etwas entgegensetzen zu können und aber auch die Menschen dazu motivieren zu können, mehr regional einzukaufen, mehr regional sich umzuschauen, wie sie ihre Wirtschaftskraft unter die Leute bringen. Wir führen ein regionales Bonus-Bezahlsystem ein. Das ist tatsächlich das erste System seiner Art in Deutschland. Wie läuft das jetzt ab? Ich gehe jetzt in einen Laden X, der diese Oberlandkarte auch akzeptiert, kaufe da für 10 Euro ein, muss wie bisher auch 10 Euro zahlen, das heißt, in dem Moment gibt es noch keinen Rabatt, aber ich bekomme auf meine Karte 2% in dem Fall gutgeschrieben. Das sind dann in dem Fall 20 Cent, also 20 Oberlandpunkte. Diese Punkte kann ich sammeln und dann, wenn ich mindestens 100 Punkte habe, also im Gegenwert von 1 Euro, kann ich diese Punkte wieder einbinden. Auch Arbeitgeber werden wir einbinden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit für jeden Arbeitgeber, bis zu 44 Euro steuerfreie Sachzuwendungen an seinen Arbeitnehmer zu gewähren. Und diese Maßnahme wird aber vor allem im Moment für Tankgutscheine oder überregionale Lösungen genutzt und wir wollen hier eine regionale Alternative bieten. Wir wissen auch aus vielen Gesprächen mit den Arbeitgebern hier, dass das Thema Fachkräftemangel natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt und diese Oberlandkarte kann ein wunderbares Medium sein, die Arbeitgeber hier im Recruiting zu unterstützen. Ja, für uns als Unternehmerverband ist ganz wichtig, dass unsere Unternehmen eben zukünftige Möglichkeit haben, mehr Netto vom Brutto zu geben und den Mitarbeitern praktisch steuerfreie Zuwendungen zukommen zu lassen, die eben hier im regionalen Wirtschaftskreislauf verbleiben, sodass man also 44 Euro draufspielen kann, das dann wirklich auch bei regionalen Geschäften, bei regionalen Unternehmenspartnern ausgegeben werden. Für uns ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum Teil haben wir auch Mitglieder, die eben Einzelhändler sind. Für die ist es natürlich von beiden Seiten gut, dass wir eben dafür sorgen, dass Betrieb ins Geschäft kommt, dass nochmal Umsätze generiert werden. Und so bleibt praktisch das, was wir den Mitarbeitern zukommen lassen als steuerbegünstigte Vorteilsnahme, da eben bei uns im regionalen Wirtschaftskreislauf bleibt, bei unseren Einzelhandelspartnern.